Eine nagelneue Royal Enfield sieht so aus, als wäre sie 50 Jahre luftdicht verpackt der Öffentlichkeit entzogen worden. Tatsächlich jedoch entspricht dieses Bike den aktuellen Abgasbestimmungen und wird, so wie es dasteht, seit einem halben Jahrhundert nur mit marginalen Änderungen produziert. Und zwar als altes englisches Erbe in Indien. 28 PS aus einem halben Liter Hubraum reichen, um diesem Moped Fahrfreuden zu entlocken. Dies auf einem sehr besonnenen, komplett entschleunigten Art und Weise und aufgrund dessen auch schon wieder sehr schön. Die Royal Enfield ist kein Racer für die Kurvenhatz. Nein, sie ist der königlich-britischen Herkunft entsprechend mit Zurückhaltung gesegnet und empfindet eine Geschwindigkeit im zweistelligen Bereich als durchaus angemessen. Die Royal Enfield Classic könnte die Distanz Indien-Europa aufgrund ihrer aus dem Vollen geschnitzten Handwerkskunst vermutlich sogar auf den eigenen Speichen zurücklegen. Dennoch gibt es mittlerweile ein Vertriebsnetz, sodass Garantiefragen und sollte es dennoch notwendig sein, die Ersatzteilversorgung gewährleistet ist.